Welcome all to my conversation with Tina Niederhauser, my sister, who is also a philosopher. She's a PhD student at the University of Munich. This conversation will be in German. We'll talk about the healthcare system and the marketization of healthcare, which is a tremendous danger to civilization, to the ethos of communal life and of the common good, to marketize and economize everything. But for now, this will be in German, and we'll repeat this conversation at some point in English. And her PhD, which she's doing with Julian Niederrimelin, will be completed in a couple of years and will be one of the first projects to deal with this topic in the medicine ethical sphere. So we'll now switch to German. But before I do this, of course, you're still welcome to share the video, subscribe to the channel, and also to support us on Patreon. So thanks very much. Tina, worum geht's in deiner Doktorarbeit? Was ist das Projekt so im Groben, im Großen und Ganzen? Hallo, erstmal Dankeschön für das Gespräch und herzlich willkommen dazu. In meiner Doktorarbeit geht es hauptsächlich oder im großen Thema um die Ökonomisierung im Gesundheitssystem. Und innerhalb diesen Bereichs möchte ich mich ganz speziell darauf fokussieren, um das Thema Eigenverantwortung im Gesundheitssystem. Das ist ein Thema, das relativ oft angeschnitten worden ist, meines Erachtens nach aber eher aus den Rechtswissenschaften, weniger aus den philosophischen Richtungen. Und ich halte es für wahnsinnig wichtig, sich diesem Thema zu widmen, gerade im Rahmen der Ökonomisierung, weil wir da eine Verschiebung sehen von der verlangten Eigenverantwortung des Bürgers, die nicht mehr staatlich betrachtet wird, sondern die ökonomisch betrachtet wird und die ökonomisch verlangt wird durch die Verlagerung auf die Krankenhaussysteme und auf die Krankenversicherung. Und genau darum soll es gehen, um die Frage der Eigenverantwortung im Gesundheitssystem. Ich möchte fragen, ob das als Allokationskriterium angewendet werden darf und möchte dabei hin argumentieren, dass man das nicht als Allokationskriterium im Gesundheitssystem anwenden darf, weil, das gleich schon mal vorweg gesagt, eigentlich keine Eigenverantwortung gemeint ist bei der Frage nach Eigenverantwortung im Gesundheitssystem. Kommt was daher, was sich selbst, was ich darstelle als Eigenverantwortung, aber keine echte ist. Aber jetzt ganz kurz vorher nochmal, was heißt Ökonomisierung? Ökonomisierung im Gesundheitssystem. Ja, was heißt? Was es heißt, also ganz allgemein betrachtet, sind wir nicht mehr in einer Solidaritäts- oder Hilfsprinzip. In dieser Sphäre befinden wir uns nicht mehr im Gesundheitssystem. Also ich betrachte da vor allem das deutsche Gesundheitssystem, es ist aber auch weltweit zu betrachten, aber ich fokussiere mich da schon stark auf das deutsche System, um da auch ein bisschen empirisch arbeiten zu können. Und da ist, also als kleines Beispiel vielleicht mal vermerkt, früher war das so, ein Patient kommt ins Krankenhaus und sagt, ja, mir tut der Blinddarm weh, dann ist das Ergebnis oder die Diagnose, der Blinddarm muss heraus. Danach wird der Patient vielleicht noch 2 Tage im Krankenhaus bleiben. Der Arzt geht danach mit seiner Rechnung, was ihm der Patient gekostet hat für den Heilungsprozess, zur Krankenversicherung, und die Krankenversicherung zahlt diesen Beitrag. Mittlerweile ist das System andersherum, das geht davon aus, dass alle Menschen Maschinen sind, wenn man so möchte, indem man Pauschalbeiträge hat. Das bedeutet, man hat so über Statistiken herausgefunden, was kostet mich denn im Durchschnitt ein Blinddarmpatient? Sagen wir mal 20.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Kostet mich 20.000 Euro. Und dann hat der Arzt die Möglichkeit, diesen Patienten zu heilen innerhalb dieser 20.000 Euro. Das würde beispielsweise bedeuten, wenn dieser Patient nach 2 Tagen irgendwelche Komplikationen hat, so dass er vielleicht noch mal einen Tag länger bleiben müsste im Krankenhaus, muss der Arzt ihn trotzdem nach Hause schicken, weil der Patient nicht mehr kosten darf. Das ist
würde sagen, das ist ein ganz gutes Beispiel, was veranschaulicht, was wir gerade vorfinden an Ökonomisierung im Gesundheitssystem. Da gibt es ganz viele Beispiele, aber das ist eins der veranschaulichsten. Es ist gewinnmaximierend, nicht mehr darauf aus, den Menschen bestmöglich zu versorgen. Also es geht nicht darum, um den Menschen, den Mitmenschen oder Bürger, wenn man das so sagen will, zu heilen, auch als Versicherungsnehmer. Das heißt, die Versicherung selbst, auch die Krankenversicherung, also auch die Kassen, arbeiten gewinnmaximierend, was ganz, ganz vereinfacht heißt, dass man die Kosten reduziert. Und die Kosten reduziert man, indem man die Pflege standardisiert. Mhm. Aufgrund von Daten, die man gesammelt hat, über mehrere Jahrzehnte vielleicht, auch nach Regionen unterschieden oder so. Und wenn man dann sagen kann, in der Altersgruppe 35 bis 50 kann die Blinddarmentnahme, Blinddarmentfernung so und so viel kosten. Und diese Daten werden benutzt. Das muss rigide immer das Gleiche bleiben. Das heißt, im Mittelpunkt steht jetzt der Profit, wie es in Amerika ja schon lange der Fall ist. Aber nicht, weil man ja wahrscheinlich auch glaubt, dass wenn man den Profit maximiert, dass dadurch alles andere außenrum so als Nebeneffekt sowieso besser werden kann, muss. Ne? Wenn man den Profit maximiert, kann ja nur, das sagt Nietzsche mal ganz schön im Nachlass irgendwo, was ich bekämpfe, das ist der ökonomische Optimismus. Als ob es so wäre, dass wenn die Kosten für alle steigen, auch gleichzeitig der Nutzen für alle stiege. Ja. Ja, ja. In einem ungeheuerlichen Räderwerk, aber das ist genau das natürlich, was wir jetzt da sehen. Also das, mal komischerweise ist es ja so, dass seitdem diese Profitmaximierung überall Einzug findet, wird komischerweise alles teurer. Alles wird teurer. Man kann Mieten nicht mehr bezahlen. Man kann, also außer natürlich, man verdient sehr viel, aber selbst die, die sehr viel verdienen, können die Mieten nicht mehr leisten. Und also die Kosten werden für alle höher, ökonomischer Optimismus. Aber das wird nicht, aber der Nutzen, der eigentlich angeblich damit, wenn man es auf, man kann es natürlich nicht auf den Nutzen reduzieren, die Existenz, ne? Aber wenn man es schon so macht, dann selbst das wird nicht so. Nein, es wird auch nicht so. Und der Witz ist, dass man ja auch versucht, mit diesem Allokationskriterium es gerade den Bürger eigentlich zuzusprechen, dass er dafür verantwortlich ist. Das liegt ja in dieser Seltsamkeit der Eigenverantwortung. Er ist daran schuld, wenn er krank ist, und er ist dafür verantwortlich, wenn er gesund ist. Also was sein Nutzen ist in dem Sinne. Wenn er leistungsaktiv ist, wenn er sich leistungsaktiv präsentiert, erhält er den Nutzen. Und den erhält er ja nicht nur von der Krankenversicherung oder von unserem ganzen System, sondern ihm wird das ja so zugesprochen, dass er das ja erhält, weil das ja für ihn schon selber persönlich gut ist. Also er als aktiver Mensch, als gesundheitslebender, bewusster Mensch, ist immer in diesem Nutzen und verhält sich dann eigenverantwortlich, was gar nicht möglich ist. Also man kann nicht, es gibt keine Kausalität oder keine logische Folgerung von, wenn ich mich gesundheitlich verhalte, dass ich dann eigenverantwortlich wäre. Warum? Da verwechselt man Begriffe. Warum? Weil Eigenverantwortung bedeutet, das ist die Verantwortung des Selbst gegenüber dem Selbst, also mir gegenüber mir. Ja. Und wenn meine Verantwortung bedeutet, das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, wenn meine Verantwortung bedeutet, ich möchte rauchen, weil ich bin süchtig und ich möchte mich nicht dem Schmerz des Entzuges widmen, und sondern eigenverantwortlich mich dem entziehen, dann wäre es gerechtfertigt zu rauchen beispielsweise. Aber man muss da eigentlich gar nicht solche Beispiele aufführen, aber eigenverantwortliches Handeln hat per se einfach nichts damit zu tun, wie ich mit meinem Körper umgehe oder wie ich mit meinem Geist umgehe. Es hat mehr was damit zu tun, wie ich mich selbst vor mir selbst verantworte. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Ansatzpunkt, dass hier ein Kategorienfehler stattgefunden hat. Dass Eigenverantwortung so ausgelegt wird, dass es immer schon zum... Also es gibt ja, muss man aber auch sagen, es gibt ja hier kein Bonum Communi mehr. Es gibt ja hier kein Gemeingut mehr, um diesen alten preußischen Begriff mal wieder hochzuhalten. Es geht nicht ums Gemeingut in der Eigenverantwortung. Wenn man jetzt die Eigenverantwortung so ganz streng, eng auslegt wie du, dann ist die Eigenverantwortung immer nur, was das Selbst oder das Ich vor sich rechtfertigen kann. Und das könnte alles sein. Nein. Es ist nicht nur das, aber warum ich das so formuliere, ist, um erstmal klarzumachen, dass
gesundheitsbewusstseins- oder gesundheitsschädigendes Verhalten erstmal nichts mit dem Begriff der Eigenverantwortung zu tun hat. Das ist aber immer schon die implizite Annahme. Also es wird ja immer gesagt, man muss eigenverantwortlich handeln und es wird weniger formuliert, man muss gesundheitsbewusst handeln. Ja. Und also das muss man schon irgendwie ganz klar auf dieser Ebene vom gesundheitlichen Verhalten oder innerhalb vom Gesundheitssystem betrachten. Ansonsten ist Eigenverantwortung nochmal viel größer gefächert und so weiter. Und natürlich muss da auch sozusagen das andere oder der andere mit hineinbezogen werden. Wir sind ja keine, also Eigenverantwortung meint nicht ein egoistischer Alleingang. Aber es gibt zum Beispiel Unterschiede in der Eigenverantwortung, ob ich bei meinen freien oder autonomen Entscheidungen manipuliert werde oder ob ich einen Rat von einem Freund annehme. Mhm. So kann auch Eigenverantwortung funktionieren. Und Eigenverantwortung kann aber auch nur funktionieren, wenn man lebensweltlich autonom ist. Und dafür gibt es dann auch verschiedene Kriterien. Aber worum es mir in erster Linie geht, ist, dass man nicht diese falsche Annahme machen kann, dass etwas, was gesundheitsbewusstes Verhalten, automatisch ein eigenverantwortliches Verhalten wäre. Weil, wer sagt uns das denn? Warum sollte ein bestimmtes Verhalten ein eigenverantwortliches sein, was ja wieder von außen auferlegt ist? Ja gut, aber ich glaube, das Problem ist eher, dass das, wie die Eigenverantwortung, wie ausgelegt wird, jetzt in der Gesundheitsdebatte, liegt doch eher daran, dass bei den Leuten, dass man verlangt, dass man sozusagen jemanden für alles verantwortlich macht. Also ganz protestantisch, ethisch sagt, du bist schuld, dass du Krebs hast. Genau, ja. Das ist ja auch die Verlagerung, ist, eigentlich geht es da ja nicht um Verantwortung. Das ist ein Schlagwort. Da wird es metaphysisch. Da wird es metaphysisch. Ja, es ist. Weil wenn man, das ist schon, das kommt schon auch aus einer gewissen Richtung, ne, vom Calvinismus oder so her. Wo dann wirklich jeder für alles verantwortlich. Das sieht man in Amerika auch ganz krass. Ne? Diese Pervertierung des christlichen Gedankens im Protestantismus sowieso, aber auch die Pervertierung bei den Amerikanern, wo dann der monetäre Erfolg dann damit gleichgesetzt wird, dass Gott einen liebt. Und Jürgen Fliege, der hat das ja, dass es den noch gab in Deutschland, hat er vor Jahren, das ist ja 20 Jahre her, in seinem Buch auch geschrieben, dass ein Kind, das Krebs hat, ist selbst dafür verantwortlich. Ja, aber es ist ja genau diese Denkweise, die da gerade durchgeht. Da gibt es dann ja auch sowas nicht, wie mein Körper gebaut ist beispielsweise, also genetische Veranlagerungen und so weiter. Es ist diese Annahme, dass ich mit meinem Verhalten komplett dafür verantwortlich bin, wie sich meine Materie gibt. Hm. Geist ist natürlich dabei auch komplett völlig herausgenommen, mal davon abgesehen. Und man muss auch dazu klar sagen, diese Eigenverantwortung, diese verlangte Eigenverantwortung ist nur in der Begrifflichkeit Verantwortung. Eigentlich wird mit Schuld argumentiert. Du bist schuld an der Situation. Und es gibt auch keine Verpflichtung. Das ist auch sehr interessant. Es wird auch nicht mit der Verpflichtung gegenüber der Solidaritätsgemeinschaft argumentiert. Beispielsweise, achte du ein bisschen auf deine Gesundheit, damit du auch nicht teuer wirst für uns als Gemeinschaft. So könnte man ja theoretisch argumentieren, wäre ja auch innerhalb dem eigentlichen wahren Solidaritätsprinzip. Aber das wird nicht gemacht. Es wird nicht mit Verpflichtung argumentiert. Es wird das Schlagwort Verantwortung genommen. Aber es geht nicht um Verantwortung, es geht um Schuldzuweisung. Und die ist immer individuell. Deswegen ist ja dieser Begriff Eigenverantwortung so wunderschön anwendbar. Dann ist es ja quasi wieder moderner, wird es vielleicht doch wieder katholisch, wieder moderner Ablasshandel dann. Ja, natürlich. Ja. Also das heißt, wir haben ja die Sünde abgeschafft, aber wer jetzt Sünder ist jetzt, wer ungesund lebt. Wer ungesund lebt und vor allem, der muss ja gar nicht mal krank werden. Also das Komische ist, also zwei Sachen, wenn jemand krank wird, ist es ja auch seltsam, ihn als Schuldigen darzustellen, weil das ist ja die Person, die in der Notsituation ist. Keiner will auf der Seite des Kranken stehen. Ja. Da will keiner hin. Und ihn dann da in die Schuld zuzuweisen, der ja schon in der Notsituation ist, das ist Ja, genau. Ganz, ganz seltsam. Und das andere ist auch noch, es geht ja weiter. Es geht ja sogar wirklich weiter. Es ist ja nicht nur, dass man nicht krank werden darf,
was übrigens einfach kausal auch sehr, sehr schlecht bestimmbar ist mit dem eigenen Verhalten. Das ist medizinisch, biologisch einfach wahnsinnig schwer, da auch Kausalitäten herzustellen. Du hast dich so verhalten, deswegen folgt das und das. Als kurzes Beispiel, es kann sein, dass ich jetzt Grippe bekommen habe, weil ich gestern mit dem T-Shirt draußen unterwegs war. Es kann aber auch sein, dass ich heute Grippe habe, weil mich gestern einer angehustet hat, der die Grippe hat. Man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen. Es geht einfach nicht. Okay, also es werden... Okay, ja. Die Problematik geht aber noch viel weiter. Wir haben momentan oder mittlerweile geht der Trend sogar so weit hin, dass wir nicht mehr sagen, Krankheit vermeiden, sondern immer gesund bleiben. Man muss immer gesund bleiben und das ist auf einem Leistungsdenken, das ganz extrem funktioniert. Also das ist wirklich, man muss immer Leistung zeigen, man muss sich so und so gesundheitlich verhalten und der Witz ist auch, dass diese gesundheitlichen Faktoren oder nachdem man sich verhalten soll, sind ja vorgegeben, meistens von sowas wie Google oder Apple durch bestimmte Apps. Das heißt, es ist nicht mal medizinisch vorgegeben, sondern eben auch nochmal von Unternehmen vorgegeben. Das ist wenn du dich nach diesen Apps verhältst, dann verhältst du dich gesundheitsbewusst. Ja. Was natürlich auch schon wieder davon ausgeht, dass wir eigentlich alle relativ gleich sind. Also, dass man das relativ gleich auch irgendwie sagen kann. Ich muss mein Alter angeben, ob ich männlich, weiblich bin, wie groß ich bin, was ich wiege und dann sagt mir der Algorithmus schon, was ich irgendwie essen soll und kann vielleicht noch Allergien oder irgendwas angeben, aber trotzdem sind wir alle unterschiedliche Organismen, die vielleicht schon in etwa gleich funktionieren, aber wir sind einfach unterschiedlich und der eine ist nach 2 Kilometer Joggen außer Atem, obwohl seine Werte top sind. Und der andere kann 10 Kilometer laufen, obwohl er vielleicht ein paar Probleme mit dem Herzen hat. Das sind alles solche Faktoren, die da überhaupt nicht mehr betrachtet werden, weil man ja gar nicht mehr vom Menschen eigentlich ausgeht. Okay, also genau, das ist nämlich der Knackpunkt, das ist die Krux hier. Man geht nicht mehr vom Menschen aus. Ja, genau. Aber es ist ganz seltsam, weil also wir wollen ja auch nicht jetzt irgendwie Protagoras sein und den Mensch zum Maß aller Dinge machen. Darum geht es ja auch nicht, dass wir da so eine schlechte Sophistik oder so rausziehen den Mensch zum Maß oder zur Mitte erklären. Aber seltsam, aber dennoch dafür argumentieren, dass es ein Gesundheits-, nicht einmal, ich würde dann mal mehr System sagen, sondern ich würde dann schon vielleicht sagen, eine Gesundheitsversorgung gibt, ein Gesundheitsgemeinwesen, das sich auf den Menschen konzentriert und auf den Menschen heißt natürlich immer auch auf den Menschen in seiner Welt oder auch in seiner Gemeinde, aber das fehlt völlig. Das ist eigentlich gar nicht der Fall, sondern du hast gesagt, das ist ein Leistungsgedanke, also dass dieser extreme Leistungsdruck, der fast überall herrscht, der auch überall gemessen wird. Und es ist egal, ob das jetzt ein Anwalt ist bei einer Großkanzlei, der gemessen wird, oder ob das die Kassiererin ist im Supermarkt, die gemessen wird, wie viel sie da über das Ding drüber schleift. Ständig wird jeder vermessen und gemessen und weil es noch nicht reicht, dann komme ich heim, dann lasse ich in der Scheune nach, wie viele Schritte habe ich heute gemacht und messe mich weiter und so weiter. Und genau. Dann messe ich mich, wie gut ich geschlafen habe, weil es ist ja das Allerwichtigste. Dass man 8 Stunden durchschläft, ist sowieso eine unglaublich moderne Erfindung. Das ist ja genau das, was der Industriestaat von einem will. Die größten Dichter, auch heute noch Michel Houellebecq, der schläft nicht durch. Der steht um 2 Uhr nachts auf und schläft und schreibt bis um 4 oder um 5 oder um 6 und dann schläft, dann fällt er wieder um. Genau solche Sachen. Und es gibt andere Leute, die brauchen ihre 12 Stunden und es gibt Leute, die können mit 3 Stunden wahnsinnig kommen. Genau das ist ja dieses so. Es sind nicht diese 8 Stunden. Und es kann man auch manchmal nicht formulieren. Wenn jemand seine 12 Stunden braucht, kann er dir nicht sagen, warum das so ist. Es ist halt einfach so. Er sagt dir einfach, du, wenn ich nur 10 Stunden Schlaf kriege, glaubst mir, ich bin einfach nicht zu gebrauchen. Ich brauche diese 12, war schon immer so. Und es gibt andere Leute, die sind, ich kann es dir nicht erklären, warum, aber nach 3 Stunden bin ich fit und wenn ich 6 Stunden schlafe, bin ich gerädert. Das sind ja aber genau diese Faktoren und die sind auch einfach nicht messbar. Die sind vielleicht mit Hirnströmen messbar oder auf ein paar biologischen Punkten schon noch messbar, aber da geht ja was anderes vor sich. Da geht Empfindung vor sich und einfach nur ein Umgang mit dem eigenen Körper, der eben nicht messbasierend ist. Ja, ja. Genau, aber das, Heidegger sagt irgendwo über das Gestell, also über das Wesen der Technik, er sagt, das Unheimliche ist, dass alles funktioniert.
Ja. Da muss man aber genau hinhören, ne? Weil es funktioniert schon alles, aber es verschleift auch alles. Nee, es verschleift und verschleißt. Mhm. Und ich habe es jetzt in letzter Zeit ganz oft erwähnt, das ist vielleicht auch für dich relevant, ist, dass Platon im Kritias-Dialog erwähnt, wie Athen Athen wird und wie Atlantis versinkt. Warum versinkt Atlantis? Weil der Hafen nie stillsteht. Weil sie nie stillstehen können. Das sieht man ja auch jetzt. Es ist die Welt mal zwei Wochen zu oder drei und alles kollabiert. Früher war das vollkommen, im Winter ist einfach mal ein bisschen eine Ruhephase. Gibt es nicht mehr. Kann es nicht mehr geben. Und jetzt nimmt das Einzug, man kann ja sagen, in Deutschland hat das noch relativ lange sich gut gehalten und wir haben ja noch dieses öffentliche System, aber selbst hier ist jetzt die Schlagwort Quantifizierung, Neoliberalisierung, Vermarktung, Ökonomisierung, Quantifizierung des Selbst im Vordergrund, aber nicht mehr der Mensch und nicht mehr die Heilung. Ja. Heilung, ist ja auch, Heilung hat ja auch nicht damit zu tun, dass man gesund wird in diesem Verständnis, wie wir heute gesund verstehen. Vielleicht kann man da auch was dazu sagen. Ja, auf alle Fälle. Also generell die Begriffe Gesundheit und Krankheit, werden, mit denen wird ja auch hin und her umgegangen, ohne sie eigentlich definiert zu haben. Und das sind aber auch tatsächlich Begriffe, die lassen sich einfach auch so nicht definieren. Ja. Das ist auch etwas, was einfach stark so der Fall ist. So, was ist gesund, was ist krank? Also beispielsweise, ich kann mich gesund fühlen, aber tatsächlich schon Krebs haben. Also meine Materie ist schon am Erkranken, aber meine Psyche und mein Geist sind noch nicht davon betroffen oder sind einfach nicht davon betroffen. Und das ist auch sehr schwer, weil es ist so, das ist einfach, das kann man sich nicht richtig verfügbar machen, ob man jetzt gesund oder krank ist. Manchmal fühlt man sich ja auch schlecht, aber ist eigentlich topfit, eben körperlich topfit. Das sind vielleicht auch gerade solche Erscheinungen, wie ich fühle mich müde und so weiter. Und da ist dann eben auch so dieses so, man hat den Leib dann auch gar nicht mehr im Blick, sondern es gibt nur diese Materie. Es gibt eigentlich generell nur noch Materie. Und alles, was mit dem Geist gemacht wird, ist nur eben dieser Leistungsgedanke. Habe ich so und so viel oder habe ich das Ziel und das Ziel erreicht am Tag, was gesundheitsfördernd ist? Das ist das, was man noch sagen kann, was noch am ehesten mit dem Geist zu tun hat, was da gerade passiert, aber das ist ja nichts Wahres. Es bezieht sich nur auf Materie und die Materie ist tatsächlich irgendwas wie, was nichts mit mir selber zu tun hat, was ich gesund erhalten muss. Also ich muss das da gesund erhalten, mich da gesund erhalten und dann natürlich im Begriff der Verantwortung, das bin ich mir selber schuldig, was auch immer das dann bedeuten mag, so, das ist meine Verantwortung und das ist einfach ganz seltsam, weil es eigentlich keine Auseinandersetzung mit sich selbst ist. Also so, deswegen ist es ja dann für die Philosophie so interessant, was da eigentlich passiert mit diesem Eigenverantwortungsbegriff im Gesundheitssystem und was man ja auch den Bürgern eben zuredet. Das Komische ist ja auch, wenn man Eigenverantwortung verlangt im Gesundheitssystem, hat man diesen Begriff verlassen, weil dieser Begriff nicht gefordert werden kann. Das liegt ja in seinem Begriff der Eigenverantwortung. Der kann nicht gefordert sein. Das muss dem Bürger dann sozusagen selber klar werden oder dem Menschen selber klar werden. Also der Mensch macht sich selbst, um Heidegger sprechend, zum Bestand. Ja, genau. Er vermisst sich selbst, um das offen, das ist ja so offen, das ist ja eigentlich so banal, ne? Wenn man das, das ist ja so banal, das zu sagen, weil es ja so offensichtlich ist, also eigentlich braucht man es ja gar nicht sagen, dass wenn man sich selbst quantifiziert, dann sieht, also dann, man kann sich ja selbst vor sich selbst gar nicht mehr verbergen. Ja, natürlich. Aber das ist eben, das ist so banal, einerseits und andererseits, aber mittlerweile glaube ich so, ach, wenn das manche Leute vielleicht zum ersten Mal so, ach, wie kann man sowas sagen? Ich bin 10.000 Schritte. Ne? Ich denke, ich hab mal den Witz gemacht vor ein paar Wochen im englischsprachigen Podcast, habe ich gesagt, ja, dann sollen sie halt dann ihre Grabsteine dann so die Apple Watch hinmachen, wo dann immer durchläuft so der Tagesdurchschnitt, den er gehabt hat. Ne? Das bin ich hier im Schnitt 12.228,34 Schritte am Tag. Da waren es aber bloß 9.000. Ja? Und das ist aber, die Frage ist ja schon, also der Mensch verschwindet. Ne? Der Mensch und er verschwindet hinter diesen Algorithmen. Mhm. Aber er ist ja eben auch. Also das ist es, die Seltsamkeit ist, dass er es ja möchte. Ja. Weil er sich anders gar nicht wahrnehmen kann vielleicht mehr. Also es ist,
was man vielleicht momentan ja aussieht, dass Leute wirklich tatsächlich Probleme haben, nur noch spazieren gehen zu können. Also nicht irgendwo hingehen, um zu konsumieren oder Leute zu treffen, sondern dass irgendetwas ohne ein Ziel funktionieren kann. Ja. Also spazieren gehen hat kein Ziel, joggen gehen hat schon wieder ein Ziel. Weil also selbst wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, welche Runde ich genau laufen will oder vielleicht habe ich doch noch Lust, in die Richtung weiterzugehen oder halt eben zu joggen, hat es ja irgendwie diesen sportlichen Charakter, also hat es irgendwie wieder ein Ziel. Und ein Spaziergang hat in dem Sinne kein Ziel. Es hat natürlich auch seinen Inhalt, nämlich das Laufen einfach nur, das einfach nur Gehen. Aber das ist für die Leute schon zu... Ja, sagen wir so, das Spazierengehen hat einen Zweck, und zwar in diesem alten Sinne, nicht in dem, wie es Habermas dann korrumpiert hat, diesen Begriff. Ne? Hat er ja auch sehr interessant in seiner Diskurstheorie kaputt gemacht, dieses Wort. Das könnte man vielleicht auch mal herausgreifen und unterstreichen, dass da in diesem Diskurs doch eher viel verschüttet worden ist. Aber das hat einen Zweck, und du hast gesagt, ein schönes Wort, einen Inhalt. Und zwar hat es als Zweck, sich selbst und und natürlich aber auch die Betrachtung der Welt und das in den Kontakt kommen mit den anderen und mit seiner Stadt. Zum Beispiel, wenn man vom Flaneur professionell spricht, vom Flaneur, der einfach nur spazieren geht, und es ist eben nicht nützlich. Vielleicht kann man den Unterschied mal genau ziehen. Was ist der Unterschied deiner Ansicht nach zwischen Zweck und Nutzen? Der Zweck hat einfach den Inhalt für sich, und der kann vielleicht einen Nutzen haben. Es könnte ja auch, klar, ein Spaziergänger können vielleicht auch einen Nutzen daraus ziehen in dem Sinne. Aber es geht halt nicht um den Nutzen. Es gibt nicht dieses Ziel des Nutzens. Der Zweck ist immer nur der Zweck. Der bleibt in sich. Der Zweck ist sich selbst genug. Er ist sich selbst genug und der bleibt sich einfach. Da liegt dann das Schöne beispielsweise drinnen oder Ästhetik und so weiter. Das liegt dann immer schon darin, je nachdem, in welchem Raum man sich irgendwie befindet oder was man genau jetzt angeht. Aber der braucht nicht eine Bestätigung. Der braucht nicht eine Bestätigung. Es ist vielleicht gerade, wenn du vom Zweck redest, ja auch nochmal sehr interessant, was bei dieser Selbstoptimierung passiert, wenn man sich das so in Richtung von Kant überlegt. Im Endeffekt ist es ja eigentlich eine Art Selbstinstrumentalisierung, die da stattfindet. Ja, ja, genau. Selbstinstrumentalisierung, es geht ja auch nicht um den Zweck, bei mir selbst zu sein oder mich körperlich zu betätigen. Es geht ja um etwas Größeres, was nur noch in Zahlen darstellbar wird. Und damit habe ich mich schon wieder selbst instrumentalisiert, um diese Zielhaftigkeit zu erreichen, die da drinnen liegt. Sport sollte ja im Endeffekt auch einfach eine körperliche Betätigung sein, die nicht unbedingt einen Zweck hat. Nicht unbedingt ein Ziel hat, meine ich. Einen Nutzen. Einen Nutzen, ja genau. Einen Nutzen, ich glaube, man muss vielleicht noch eines klarer unterstreichen, weil es mir schon vor Jahren, das ist ewig, das aufgefallen ist, dass die Unterscheidung nicht mehr gezogen werden kann in der Vorstellung, wenn man mit Leuten redet, zwischen Nutzen und Sinn zum Beispiel. Ne? Dass Sinn und Nutzen immer das Gleiche sind. Ne? Und aber der Nutzen ist, das muss man dann schon streng so sehen, aus dem Utilitarismus rauskommen, ist eben was quantifiziert werden kann. Also der Utilitarismus hat ja sozusagen zum Grunde seines Seins den Nutzen, der also alles kann Nutzen sein. Kann alles in eine Kosten-Nutzen-Rechnung einklammern, und da kommen die absurdesten Beispiele dabei raus. Ne? Das haben wir ja schon mal besprochen. Dass die, ja, beziehungsweise er möchte es, aber man merkt ja dann auch sehr schnell bei bestimmten Beispielen, dass es dann auch einfach doch nicht möglich ist. Ja klar, gut, bei diesen Beispielen, wo sie sich dann quasi selber überführen, ja, genau, ja. Da merkt man das dann. Nur das Problem ist natürlich, dass diese Rechnungen und diese Beispiele schon auch Einzug finden in sowas, was wir Gesundheitssystem, auch ein interessanter Begriff natürlich, ne? Gesundheitssystem. Also warum spricht man da von System? Warum spricht man da von einem Feedback sozusagen?
Aber das wäre vielleicht ein anderes Thema. Und dann ist aber auch so, weil zum Beispiel Sport, ne, als Thema, was der moderne Mensch ganz gerne vergisst, ist, weil der moderne Mensch tut ja alles nur für sich. Jetzt die Olympischen Spiele anschaut, da geht es um die Beweihräucherung der menschlichen Leistung, in das ein bisschen die letzte Nanosekunde rein noch irgendwie schneller durchs Ziel rumpelt und das interessiert eigentlich auch keinen mehr. Eine gewisse Müdigkeit, ne, in dieser Aufgeregtheit. Vielleicht ist es ganz schön, dass mal so eine Olympiade nicht mehr stattfindet, dass man sich vielleicht mal kurz über Gedanken machen könnte, was Olympischen Spiele eigentlich heißen. Das ist eigentlich ein Fest für die Götter. Also der moderne Mensch tut nichts für Gott oder die Götter oder das Göttliche, sondern tut alles nur für sich. Und das ist auch was mir aufgefallen ist beim Muse-Diskurs. Der wird sich für immer nur ums Nichts drehen, solange er nicht das Göttliche ansieht. Weil dann, der Muse ist, der in Muse sein will, ist halt dann immer nur irgendwie am Selbstoptimieren auf die eine oder andere Weise, wenn eigentlich nichts dazu da ist, dass man mal in ein anderes kommt und das Göttliche schaut. Darum geht es eigentlich in der Muse. Zeit der Muse ist auch eine Zeit der Musen. Also der göttlichen Töchter, die dich küssen und nicht einfach nur, mach jetzt mal 5 Stunden nichts, weil ich habe irgendwo gelesen, dass man dann, wenn man 5 Stunden nichts gemacht hat, dann kann man ja wieder produktiver sein. Das ist ja auch so, ne? Ja, oder dann hat man sich selbst gefunden und diese oder diese Aussagen, so die, ja, die dann diese Problematik, dann ist es dann immer so in diese Psychologieschiene hineingeht, wo dann irgendwie sich ja aber eben offenbart, dass der Mensch eigentlich so wenig auch hat. Also er will sich immer mit sich oder er ist immer mit sich selbst beschäftigt, aber ist eigentlich nie bei sich. Also verlagert das ja immer überall in andere Sphären hinaus. Aber selbst wenn er versucht, mal nichts zu tun, ist das irgendwie schon wieder dann, genau wie du sagst, ich habe jetzt mal gelesen, das soll man dann mal machen. Ja. Und dann ist das auch eigentlich keine richtige Beschäftigung mit sich selber, weil man müsste sich ja eigentlich nicht mit sich selber beschäftigen, wenn man bei sich ist. Also, ja. Und das lassen wir jetzt so stehen, da sollen Sie jetzt drüber nachdenken. Jetzt will ich aber noch was zurückkommen, nämlich zu dem Schuld- und Sühne. Dilemma oder nicht Dilemma, diesem Schuld- und Sühne-Phänomen, das sich da wieder zeigt. Also das würdest du auch so sehen, dass sich da sowas wie, also dass es Sünde ist, wer ungesund wird und dass man von Schuld spricht, hast du ja gesagt, dass man das dann sühnen muss, Doch, absolut. höheren Beiträgen an die Krankenkasse zum Beispiel. Das ist ja, hat ja schon was von Ablasshandel, gell? Es hat was von Ablasshandel und es hat ja auch was davon, du kannst dich freikaufen. Also du kannst das ist ja genau dieser markliche Prozess, du kannst mit deinem Verhalten dir eine Leistung kaufen. Und das ist ja auf bestimmten Ebenen absolut in Ordnung, wo der Markt auch seine Berechtigung hat, aber er hat sie halt eben nicht innerhalb des Gesundheitssystems. Da ist es nicht legitim zu sagen, okay, wenn du dich so und so verhältst, dann bekommst du eben von uns die und die Bonus-Aktionen, was es ja beispielsweise gibt. Und man muss da ja auch gucken. Also es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Es gibt zum Beispiel die Ebene, dass die Krankenversicherung sagt, hey, wenn du dich gesundheitsbewusst, was wir sagen, was gesundheitsbewusst wäre, verhältst, dann kriegst du darauf Punkte und die kannst du einlösen, beispielsweise Amazon-Gutscheine. Sowas gibt es. Es gibt aber auch, also wenn man das weiterdenkt, dann würde es irgendwann so weit gehen, dass es tatsächlich so wäre, dass wenn man krank wird, also wenn man nach dem System schuld daran ist, weil man sich so und so verhalten hat, dass man dann keine Behandlung bekommt. Also man ist dann einfach außen vor aus dieser Behandlung, weil man sich eben so und so verhalten hat. Also beispielsweise der Raucher, der Lungenkrebs bekommt dann keine Behandlung als Krebspatient. Obwohl man da natürlich dann sagen würde, ja, aber das ist ja wirklich, kann man ja kausal jetzt nachweisen, es gibt so und so, Raucher werden im Durchschnitt immer lungenkrank. Wie würde man jetzt da dagegen argumentieren? Also, Es ist tatsächlich immer noch, also es ist tatsächlich so, dass man nie kausal 100%ig es sagen kann. Das geht vielleicht einfach nicht. ganz kurz, Es aber gibt, ja. ja, es gibt eine Sache, die kann man sehr gut nachvollziehen. Das wäre der Starkalkoholiker, der sich die Leber dadurch zerstört. Ich würde tatsächlich sagen, das ist die einzige Krankheit,
die man wirklich nachvollziehen kann, allein von der Kausalität her. Aber es gibt dann noch ganz andere Probleme, unabhängig davon. Wenn man auf der Statistikebene bleiben möchte, kann man sich gut anschauen, dass gerade die Leute, die viel rauchen oder auch trinken, Menschen aus sozialen, schlechten Verhältnissen sind. Also die wenig haben. Also hier in Deutschland vor allem die wenig haben, die sehr in Armut leben, die dann eben teilweise auch nur diese paar Genuss-Konsumgüter haben für sich. Yeah. Und für die Leute ist es tatsächlich, selbst wenn die jetzt, sagen wir mal, nicht rauchen und nicht Alkohol trinken, ist es für die sehr schwer, ein gesundheitsbewusstes Leben überhaupt führen zu können. Man muss es sich ja natürlich erst einmal leisten können. Man muss es sich erst mal leisten. Auf den Biomarkt zu gehen, wo dann die Kartoffeln anscheinend nicht von Diesel-LKWs angefahren werden, sondern die laufen, glaube ich, selber da rein. Aber was mir jetzt, glaube ich, in der Argumentation vielleicht wichtig ist, ist, dass man eigentlich, also, weil wir so mit kausal reden und so weiter und statistisch, dann ist man ja auch immer noch in der gleichen Sphäre. Aber gibt es dann nicht noch die Notwendigkeit, darauf hinzuweisen, Gesundheit ist ein Allgemeingut. Und zwar ein Gut, nicht im Sinne von eines Konsumguts, sondern ein Gut im Sinne des alten Bonum Commune, des Gemeinguts. Und so Begriffe wie Free-Rider-Problem, das ist ja so ein neoliberales, kennst du, oder? Das Free-Rider-Problem, dass dann irgendeiner wird es dann für sich ausnutzen. Das hat damit gar nichts zu tun. Das hält man davon einfach ab. Ne? Wie Platon das ja auch sagt, mit den Wächtern der Polis. Es gibt einfach manche Sachen, die brauchen überhaupt nicht gedacht werden, weil die führen völlig weg von dem, worum es in der Polis eigentlich geht. Und das kann man natürlich dann auch wieder 100-mal falsch auslegen, das Ganze. Aber es geht hier darum, eigentlich den Diskurs, also wenn ich es richtig verstehe, von innen heraus erstmal zu zeigen, wie er selbst falsch argumentiert. Also wie er eigentlich so aus dem raus, was er sagt, schon keinen Sinn ergibt. Und dann geht es aber auch noch weiter, oder? Das Projekt und argumentiert für etwas, was dann komplett außerhalb davon ist. Genau. Es geht eigentlich hauptsächlich dann auch darum, was der Begriff der Eigenverantwortung tatsächlich meint und wie er eben in falschem Kontext gebraucht wird oder in einer falschen Definition gebraucht wird, beziehungsweise wird ja gar nicht definiert. Er wird ja überhaupt nicht definiert. Es wird nicht gesagt, was darin liegt. Es wird nur gesagt, was inhaltlich darin liegt. Also aber nicht so was Grobes, Äußerliches, sondern immer schon mit einem Inhalt. Immer schon mit, du musst so und so viele Schritte am Tag laufen, das ist dann eigenverantwortlich. Eigentlich müsste man eher sagen, eigenverantwortlich in einem guten Sinne oder sowas, aber so wird das ja eben dargestellt. Und genau, was du vorhin gesagt hast, darauf will ich nochmal kurz darauf eingehen, das habe ich zwar schon gesagt, aber es ist genau dieser Punkt, es gibt keine Trittbrettfahrer beim Gesundheitssystem, weil derjenige, der krank geworden ist, möchte nicht krank werden. Das ist ja das ganze Prinzip dieser Solidarität. Es gibt ja keinen, der davon einen Nutzen hat, jetzt krank zu werden, weil er sein ganzes Leben lang Raucher war und jetzt bin ich, jetzt kann ich mich ja glücklich schätzen, lungenkrank geworden zu sein und jetzt bekomme ich meine... Das ist schön, ja. Also es kann nicht so argumentiert werden, dass da andere Leute in Leidenschaft geraten werden, weil andere Leute sich jetzt eben so und so verhalten. Es möchte ja keiner krank werden. Das heißt, keiner ist der Gewinner in dieser Situation. Und das muss man ganz klar sich immer wieder vor Augen führen, gerade auch wenn man im Rahmen der Solidarität argumentieren möchte, dass derjenige, der krank ist, auch ein Leidtragender ist. Weil er muss jetzt dieses System nutzen, obwohl er es ja gar nicht nutzen möchte. Er muss die Hilfe in Anspruch nehmen, obwohl er es ja nicht möchte. Also das sind einfach ganz kleine Unterschiede und daran merkt man auch, dass in diesem Bereich der Markt nichts zu suchen hat. Weil es gibt zum Beispiel gar nicht solche Probleme wie Trittbrettfahrer und so weiter. Also, was der Markt an Problemen hat, so das findet man wenig in diesem Bereich. Also man kann, das Projekt ist also wirklich, es wird damit ausgehebelt, die Logik, die Logik des Marktes von innen, wie Heidegger sagen wird, verwinden statt überwinden. Also aus sich heraus ins Gegenteil verkehren und zu zeigen, wo die Widersprüche, also mit Hegel dann
wo die Widersprüche sind und warum das dann eigentlich appropriate, also nicht wesensgemäß vielleicht sogar ist, ne? Sondern man muss zeigen, dass die Art, wie argumentiert ist, gar nicht auf den eigenen Prinzipien basierend stichhaltig ist. Mhm, absolut, ja. Genau. Also es kann kein Trittbrettfahrer, heißt es im Deutschen, kein Freerider-Problem geben, weil das Freerider-Problem sagt, damit wir das vielleicht nochmal kurz erklären, sagt was? Das Trittbrettfahrerproblem sagt, dass man wie eine Art Trittbrettfahrer auf den Nutzen von jemand anderen draufspringt, ohne dafür zahlen zu müssen. Also jemand anders zahlt und ich, ich steige eben einfach mit auf und und zahle nichts dafür. Lass den anderen zahlen. So, das wäre, glaube ich, die simpelste Formulierung. Und wenn man das eben auf das Gesundheitssystem anwendet, würde das bedeuten, also wenn man das jetzt einfach mal sich überlegt, würde das bedeuten, dass derjenige, der sein ganzes Leben lang gesundheitsschädigend sich verhält, dass man den dann als Trittbrettfahrer ihm das vorwerfen könnte, er wäre das. Weil wenn er da krank ist, bekommt er ja eben die ganzen Beitragszahlungen von allen Leuten, die immer sich aber gesundheitsfördernd verhalten haben. Und man kann dieses Argument nicht anwenden, weil eben der krank geworden ist, auch wenn er sich, wenn er sich gesundheitsschädigend verhalten hat, ja nicht krank werden möchte. Also er möchte diesen Nutzen nicht. Also das wäre dann fast so Monty Python-esque Vorstellung von Gesundheit, ne? Weil das ist dann so, dass der Trittbrettfahrer noch aufspringt auf den Lungenkrebszug. Genau. Wo ist Lungenkrebs umsonst? Ja, da springe ich mitten auf. Oh, da schau her. Genau das. Okay, das ist sehr, sehr clever. Aber metaphysisch ist das schon auch interessant, weil man hat ja dann sozusagen, wenn man dann behauptet, man hätte jetzt die Gesundheit an sich ganz vor sich und für sich in Besitz genommen, ne? Was ja sowieso, was jeder, der noch denken konnte, weiß, jeder Philosoph, der noch denken konnte, gibt es ja auch fast keine mehr, weiß, dass das nicht möglich ist. Dieses in Besitz nehmen einer Idee, eines Begriffs, einer Form für sich, sondern es gibt die Möglichkeit, angesprochen werden von der Ewigkeit, aber eben nicht, weil das ist ja das, was da passiert. Aber das darf man nicht unterschätzen, dass diese Datenmengen, die wir da haben, dass das ja also quasi so eine amerikanische Metaphysik ist, in der man meint, dass wenn man alles an Daten und Informationen hat, dass man alles erstmal auf Informationen und Daten reduziert hat, das ist ja ontologische Verknappung, dass man damit dann die Formen Platons gefunden hätte und für immer auf alles anwenden kann. Das ist ja das Seltsame, was im Internet auch passiert. Und natürlich ist es nicht möglich und das kann sich vielleicht für ein paar Jahre oder so machen lassen. Aber selbst man muss gar nicht so hochgestochen gehen. Man kann ja einfach darauf gehen, was Mediziner im einen Jahr für gut halten und im nächsten Jahr für schlecht. Es hieß jetzt jahrelang, man soll wegbleiben von Salz. Es kommen langsam Nachrichten, wie, ja, wenn man zu wenig Salz kriegt, dann kriegt man Gicht und Rheuma und wird Alzheimer krank. Im 19. Jahrhundert haben Kurärzte in Bayern gesagt, am Tag 4 Maß Bier für den Mann und 2 Maß Bier für die Frau. Das ist einmal das Mindestmaß. Früher in den 50er, 60er Jahren sind Kinder in die Schule gegangen, in Bayern und auch in Baden-Württemberg. Da gab es in der Früh eine Biersuppe. Das hat auch keinem geschadet. Früher hat man ein Glas Wein getrunken auf Anraten des Arztes, wenn man schwanger war. Jetzt pumpt man sich halt mit Hormone voll. Das ist anscheinend besser. Also man muss ja gar nicht metaphysisch werden. Man kann ja einfach nur empirisch schauen, wie das dermaßen durcheinander zieht alles. Ich meine, gleichzeitig lebt man auch in völlig verschmutzten Städten, umgeben von Plastikpartikeln, die vielleicht auch nicht ganz so gesund sind. Aber wir leben, es ist schon so ein bisschen so eine Fantasie, oder? Also diese Gesundheit ist so eine Fantasie, dass man halt in der Perfektion jetzt angekommen ist. Das ist das, warum ich immer wieder den Begriff der Kausalität anwende, weil das nicht machbar ist. Das ist einfach nicht möglich. Und es gibt auch so viele Beispiele, wo diese Absurdität auch wieder klar wird. Ist es jetzt beispielsweise gesund, wenn ich mit dem Fahrrad in einer stark luftverschmutzten Stadt zur Arbeit fahre, weil ich mich ja körperlich betätige? Oder ist es ungesund, weil ich mich diesen Gasen aussetze und es wäre vielleicht besser gewesen, selbst im Auto zu hocken oder in der U-Bahn oder
Sonstiges. Das sind aber genau diese Probleme und man versucht ja ständig alles zu vermessen oder man versucht alles in diese Messbarkeit zu drängen und das ist einfach nicht möglich. Es gibt sicherlich ein paar kleine Punkte, wo das machbar ist, in dem Sinne mit irgendwie ein bisschen Bewegung und Ernährung und wie auch immer. Aber auch selbst da wird es wieder ganz schwierig, weil auch die Ernährung für jeden wieder so individuell anders ist. Es gibt, wir wissen ja nicht alles von uns. Wir wissen einfach nicht alles von uns und gerade unser menschlicher Organismus und gerade so was als Lebensmittelaufnahme angeht, wissen wir sehr wenig nach wie vor und wir können auch oft nur einfach immer nur auf uns selber schauen und sehen, okay, das und das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Beispielsweise. Ja. Man kann, natürlich darf man auch eins nicht vergessen, ne? Der Mensch ist sterblich. Ja, eben, das halt, ja. Das ist halt, aber das wird natürlich, ja klar, das ist ein gebrechliches Wesen, das halt leider auch nicht ein Engel ist und ewig lebt. Ich meine, Steven Pinker, ich weiß auch nicht, ob der jetzt immer noch sein Buch über die Engel, die wir alle sind, und über Enlightenment Now rausbringen würde, wenn es mal wieder richtig kritisch wird. Aber wir sind halt einfach auch sterblich, ne? Und ja, eben. Diese Fantasie, dass man, sorry, ja. Das wird dann auch gern vergessen. Es geht ja natürlich damit einher. Auch allein schon überhaupt, da muss man gar nicht mal mehr von der Vermessung her denken, sondern dass überhaupt dieses Gedankengut ist, ich muss mich ständig selber verbessern und meine Gesundheit auf ein extremes Level bringen, was auch immer das dann bedeuten möchte. Was ja irgendwie auch schon seltsam ist, weil die Gesundheit dann immer von sich außen gedacht ist und man macht so und man ändert die Gesundheit zum Guten, indem man der Außenstehende ist, der sie mit starker Leistung und Willensstärke und diese ganzen Begriffe dann zu diesem Optimum bringt. Mhm. Und ja. Damit natürlich dann in der Hoffnung, vielleicht 5, 6 Jahre länger leben zu können und so weiter. Das ist natürlich schon auch. Ja, aber die Quantifizierung des Lebens, also auch diese einfach, das Leben heißt ja ich Anzahl der Jahre. Das ist das, was, glaube ich, Leben mittlerweile heißt. Und natürlich dann je mehr, desto besser, aber damit auch diese Lebensjahre dazwischen, die ja irgendwie doch nur vorbeirauschen, weil man zählt es ja irgendwie nur ab. Und Hauptsache, also 91 ist auf jeden Fall besser als 90, warum auch immer, weil es ja eins mehr ist. Und das, weil man dazwischen drin noch mehr Erlebnisse sammeln kann. Mhm. Die man eigentlich gar nicht weiß, wo man sie hin mitnimmt. Dann. Ja gut, aber da kommt ja dann der Transhumanismus daher und sagt, das tun wir dann in die Google Cloud rein. Ich meine, ja, genau, da wird es dann gespeichert. Ja. Zum Teil ist ja, also unterbewusst, das Wort mag ich nicht so, aber man kann schon sagen, dass sich das so ein Schatten des Todes zeigt, wenn man von jung herkommt, oder des verdrängten Todes, dass man alles Mögliche auf Facebook und sonst wo hochlädt und natürlich auch sich selbst quantifiziert, um doch irgendwas mitnehmen zu können. Ja, und von diesen Erlebnissen, die dann vielleicht doch gar nicht so besonders waren. Ne? Und dass man vielleicht doch gar nicht wirklich da war, wo man vielleicht äußerlich war. Weil das, was jetzt immer wieder rauskommt bei dem Gespräch, was du sagst, ist ganz viel, wir gehen nur äußerlich an die Dinge. Wir gehen äußerlich an die Gesundheit. Ne? Ja, wir sehen Gesundheit als was an uns ist. Gesundheit ist einfach ein Begriff, der ist schwer denkbar, weil er ja Teil von einem ist und eigentlich durch alles durchgeht. Ich kann mir den Finger gebrochen haben und aber der Rest bis auf diesen Finger funktioniert oder ist einfach gerade momentan gesund in dem Sinne. Aber es ist auch eben genau dieses, dass man irgendwie nicht mehr richtig verstehen kann, dass es einen nicht gibt in Materie und im Geist, sondern dass wir sowas eben auch wie den Leib ja eben haben, diese schöne, ich will nicht sagen Verbindung, weil Verbindung ist es nicht, sondern diese Einheit. Und dazu gehört ja auch eben ein gesunder oder kranker Zustand. Und das sind ja aber in dem Sinne wie auch nur Zustände. Aber das ist etwas, womit man dann selbst umgehen muss. Also beim Begriff der Gesundheit ist es ja auch so, dass er oft so gedacht wird, als wäre er von einem her draußen. Also es wäre nicht ein Zustand von einem, sondern als wäre das etwas, was man immer von außen draufgehen kann und ihn dann so verändern kann, diesen Zustand. Und dabei, gerade bei der Selbstvermessung, wo es ja immer nur um die Materie geht, also immer nur eben, das sind die Schritte, die ich getan habe, das ist mein Herzpuls, das ist so und so oft schlägt das ist Messen der Materie. Dabei zeigt sich auch, dass der Leib überhaupt nicht mehr vorhanden ist, also der menschliche Leib. Der Begriff wird auch gar nicht mehr angewendet. Also
ich sehe es nicht als Verbindung zwischen Geist und Materie, aber Leib, würde ich sagen, ist einfach genau das, was Mensch ist. Man könnte vielleicht sagen, Leib ist gleich Mensch, beispielsweise. Aber immer schon mehr im Hinblick darauf, dass man auch was nicht nur aus Geist existiert. Aber ich glaube, man sollte es nicht als Verbindung denken, sondern als generellen, als Dasein. Und diese Form von Mensch, also wenn man sie so denkt im Leiblichen, die ist ja nicht machbar, wenn man nur diese Vermessung anschaut. Weil beispielsweise auch die Uhr, auf die ich drauf schaue, ist dann wie ein Auge, oder so wird das auch gesagt von Selbstvermesserern, das ist wie ein Auge, das etwas ansieht von einem. Aber dieses Auge kannst du ja nicht empfinden. Also wenn du an dein Auge denkst, empfindest du dein Auge und siehst mit diesem Auge. Dieses Auge kann vielleicht was sehen, also was innen vor sich geht, Puls und so weiter. Aber die Uhr ist niemals als Auge wahrnehmbar von mir. Also ist es schon wieder kein Teil davon. Genau, also das ist, ich habe mir nämlich vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr wann, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten irgendwann eine Notiz gemacht, wenn wir jetzt immer der Überwachungsstaat und bla bla bla. Ich meine, ja, okay, der Überwachungsstaat. Natürlich sehen die, jeder wird jederzeit, das ist ja auch so, der Überwachungsstaat überwacht sich ja auch selbst. Ne? Und man darf eines natürlich nie vergessen, ist dieses sogenannte oder so bezeichnete allsehende Auge sieht eigentlich nichts. Ne? Man muss schon wieder philosophisch eigentlich streng werden und sagen, es gibt einen Unterschied zwischen diesem, wie du sagst, in diesem von außen an irgendwas, an irgendeine Objektivität, Pseudo-Objektivität hingehen und dann irgendwas daran zu bemessen oder ein echtes Sehen. Ja, und das ist natürlich verloren gegangen. Und dann natürlich auch die Begrifflichkeit des Leibes ist, die deutsche Sprache ist meines Wissens die einzige Sprache, die zwischen Leib und Körper unterscheiden kann. Das Englische, das Französische, das Italienische können das nicht. Das Corpore, ne? Body in Englisch ist immer Body. Das ist egal, ob das jetzt das Body ist auf irgendein Volumen von irgendwas Leblosem oder ob es der menschliche Leib ist. Und im Deutschen hat sich natürlich auch das eingeschlichen, dass man jetzt von Körper spricht und körperlicher Betätigung und den Körper optimieren. Aber der Leib lässt sich ja, deswegen, ich glaube, der Leib entzieht sich auch der Sprache mittlerweile, weil der Leib sich ja eben nicht optimieren lässt. Deswegen, also das zeigt sich auch immer in der Sprache an, das ist vielleicht so als Hinweis für die zwei, die noch zuhören, dass was sich entzieht aus der Sprache, zum Beispiel das alte deutsche Wort Gemeingut, hört man nicht mehr. Oder ein Wort, das Goethe noch kennt, der Menschensinn. Mhm. Der Menschensinn, der hat sich auch entzogen als Wort. Warum? Weil er nicht mehr in diese Zeit passt. Aber man kann natürlich trotzdem anfangen, wieder so zu sprechen und in dieser Erinnerung dann wieder auch zu sich kommen und dann zu sehen, was wirklich gut Gesundheit ist. Und da wollte ich dann nur noch sagen, dass man mit dem späten Heidegger Gesundheit vielleicht auch so denken kann, dass Gesundheit ein Geschehen ist. Ja, es ist ein Geschehen und eben nicht ein Zustand, weil der Zustand lädt ja immer schon irgendwie ein, dass man noch da noch was dreht und da noch ein bisschen mehr dreht, sondern Gesundheit ist ein Geschehen und dann habe ich aber in diesem Geschehen auch die Krankheit mit dabei. Immer. Das Kranksein und das Gesundsein, um diesem Heid wegzukommen, Gesundsein und Kranksein sind beide ein Geschehen aus dem gleichen Grund, aus dem gleichen Ursprung, aus dem gleichen Grund vielleicht. Ich suche gerade den Moment, ich suche das gerade, damit ich es nicht falsch zitiere. Goethe falsch zitieren ist immer peinlich. Aber er sagt irgendwo in seinen Maximen, dass die Teleskope und die, also das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt nicht ganz so schön, wie er sagt, Teleskope und Fernrohre, doch, da sagt er, hier habe ich es. Mikroskope und Fernröhre verwirren eigentlich den reinen Menschensinn. Das ist genau das, was du sagst. Ja, genau. Das von außen hinauf. Ja, ja, ganz genau. Und wird das auch so sagen wie Heidegger, weil das Gesundsein oder das Kranksein, das ist kein Zustand, das kann auch nie Zustand sein, ja. Weil ganz, ganz simpel, habe ich Lungenkrebs, ist der Rest von meinem Körper nach wie vor gesund.
beispielsweise. Das heißt, man kann nie in diesem einen kompletten Zustand oder in dem anderen kompletten Zustand sein. Das ist das, was ich auch meine. Das ist einfach einem nicht verfügbar. Das ist aber halt immer schon im Ist irgendwie. Aber es ist trotzdem nicht verfügbar. Ich kann mir ja auch meine Zellen nicht anschauen und diese Sachen. Aber so, ich kann trotzdem mich wahrnehmen in dann diesem jeweiligen Ist, aber es ist dennoch nicht der Zustand. Es ist nur ein empfindsamer Zustand, aber der ist nicht im Sinne von, was der Mensch ist, als Zustand zu sehen. Ja, das ist halt, also das, da können wir natürlich dann noch schon tief reingehen in zur Frage von Ich und inwiefern da immer auch so eine Art von Fichte dahinter steckt und kann er nichts dafür, gell? Aber er hat halt schon das Ich rein formell vielleicht sogar leer angesetzt und hat dann das Problem, das ist auch ganz lustig, wenn man dann die Wissenschaftslehren liest, dass er dann teilweise sagt, und heute ist die Vorlesung kürzer, weil keiner von euch verstanden hat, worum es geht. Ne? Das ist immer das Ich, das immer schon alles verstanden hat, da gar nicht nachvollziehen kann, dass der andere nicht hinterherkommt. Also es ist auch bei Fichte selbst so. Also das soll man jetzt auch nicht so reduzieren auf das natürlich, aber das hat schon damit was zu tun, dass, glaube ich, das Ich oder das, was wir sehen, ist Subjektivität, was sowieso modernes Phänomen ist. Also man kann nicht bei Griechen nur Subjektivität reden, das ist Schwachsinn. Dass Subjektivität jetzt am absoluten Maximum angekommen ist. Und in diesem absoluten Maximum seine Selbstgewissheit langsam auch beginnt anzuzweifeln, die Descartes noch nicht anzweifeln konnte. Und aus diesem Zweifel heraus muss es sich, um wieder überhaupt zu sich zu finden oder rauszukommen, aus sich ständig quantifizieren und vermessen. Ja, aber Descartes hatte ja auch noch einen Gott. Also das muss man dazu sagen. Descartes, ein Gott, und der moderne, individuumszentrierte Mensch, der hat keinen Gott, also macht er sich Götter. Und sowas wie diese Leistungsbereitschaft ist eine wunderbare Gottheit. So. Die kann man, ja, an die ist es leicht heranzubeten, weil man an der ja auch immer einen Effekt sieht. Genau. Das ist einfach ganz, ganz leicht, und dementsprechend kann man sich dem auch gut hingeben. Das ist eine wunderschöne moderne Gottheit, diese Götze. Diese Nutzenmaximierung von sich selbst, oder dieses aus sich selbst den meisten Nutzen herausholen. Ja, ja. Das ist eine Selbstvergötzung. Eigentlich dann, hast du gesagt, oder? Was genau. Wir sehen. Würde ich auf alle Fälle so sagen, und deswegen funktioniert das ja dann auch so schön, wenn die Krankenkassen Eigenverantwortung verlangen. Das ist ja im Endeffekt eigentlich eine Art von Manipulation. Aber der Mensch nimmt das wahnsinnig gerne auf und ist bereit dazu, weil er denkt, er ist der komplette alleinige Herrscher über sein Leben. Und nur er ist für alles verantwortlich. Und deswegen funktioniert dieser Begriff Eigenverantwortung so wunderbar, obwohl er eigentlich eben wenig mit dieser Verantwortung für sich selbst zu tun hat. Und ja. Dann ist es dann eben so, ja, immer, wie gesagt, diese implizite Prämisse, dass es eben ausschließlich meine eigenen Entscheidungen, meine individuellen Entscheidungen führen zu dem und dem Gesundheitszustand oder zu eben dann dem und dem Krankheitszustand. Es ist eine Begriffsverwirrung. Genau. Dann muss man nicht auch nur das eigene Verhalten kann nicht begründen, warum Krankheiten entstehen oder nicht entstehen. Das ist ja. einfach nicht machbar. Hölderlin sagt, dass die Sprache ist das gefährlichste Gut, was die Götter den Menschen gegeben haben. Er sagt zu den Dichtern, aber man kann das schon weiterlesen auch. Ne? Mhm. Also es ist eben bemerkbar, dass diese Sprachverwirrung dass es eigentlich alles auf der Ebene der Sprache passiert. Ne? Dass die Begriffe nicht mehr klar sind
Und dadurch diese extreme Verwirrung, auch den Kommunikationswahnsinn natürlich, also dass nicht Stille herrscht mal oder mal nicht geredet wird oder mal nicht mitgeteilt wird, woraus dann eben die Besinnung kommen kann auf, was ist eigentlich Menschensinn? Was heißt Gemeingut? Was heißt gesund sein? Gesund sein heißt ja nicht, ich optimiere jetzt mich selbst, damit ich das und das erreiche, damit ich das, es ist ja alles immer zirkulär, es ist eigentlich als Kybernetik. Sondern das Gesundsein ist dann vielleicht so anders, um das mal Positives noch zu formulieren, in der Verantwortung, da antworte ich ja auf was. Das heißt ja Verantwortung. Worauf antworte ich? Ich antworte auf meine Verpflichtung gegenüber mir, aber nicht instrumentell und gegenüber anderen natürlich. Mit Kant vielleicht kurz zu argumentieren. Das ist mir immer eine, ja. Wie sagt er, eine perfect duty to oneself, die perfekte Pflicht gegenüber einem selbst und gegenüber anderen hat. Aber das ist eben dann nicht mehr diese Art von Selbstoptimierung, sondern es ist ein Gesundsein im Einklang mit dem, was es heißt, Mensch zu sein. Und da spielt ganz vieles mit rein, was wir jetzt in diesem Diskurs überhaupt nicht bedenken, was nämlich auch heißt, dass der Mensch krank wird, krank ist, brüchig, nicht brüchig, das ist Englisch, gebrechlich und sterblich. Absolut. Und genau aus dem Grund kann kein gesundheitsschädigend oder bewusstes Verhalten als Eigenverantwortung etabliert sein, als Allokationskriterium. Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Weil wenn man es möglich machen möchte, müsste man wieder auf die Vermessung gehen. Und dann hat man wieder die Ebene, das, was ist der Mensch im Gesund- und Kranksein eigentlich wieder verlassen. Und deswegen kann es niemals etabliert sein, weil es einfach in der Anwendung nicht möglich ist.